Hi Leute, willkommen bei Tupac VR und willkommen in den Gemäuern von When Wardens Fall. Also, das ist ein Dungeon Crawler, wie man ja hier schon fast sehen kann. Leider gibt es keine Locomotion, das finde ich ein bisschen schade. Also, man kann nur teleportieren, man kann dann auch gucken, in welche Richtung, vorher festlegen, welche Richtung man dann schaut. Und ja, dann gibt es noch Snap-Turn auf den BY-Buttons zum Beispiel. Ja, hier haben wir so eine Kammer, wo wir so ein bisschen ausprobieren können. War es so ein Gegner? Können wir da irgendwas machen? Nein. Okay. Ja, hier können wir schon fast rausgehen, würde ich sagen. Also man kann sich hier auch ein Schild nehmen. Auf Doppelklick kann man alles wieder fallen lassen. Das kann man hier festlegen. Das habe ich schon eben mal gecheckt. Ich habe es aber selber noch nicht gespielt. Ich bin hier eben noch ein bisschen rumgelaufen und habe mal geguckt, was man hier so alles machen kann. Ja, ich würde fast sagen, wir können loslegen. Auf jeden Fall vielen Dank an den Entwickler, dass ich das Spiel hier testen darf. Und ich wurde auch darauf hingewiesen, dass sich das Spiel halt in der Early Access noch befindet. Von daher, kleine Bugs und Fehler sind natürlich ganz klar. Und das Spiel ist auch noch nicht fertig, wird also noch besser. Und ja, aber ich bin ganz pflegeleicht, was Early Access und Bugs so angeht. Ich mecker da nicht groß rum und nimm das einfach erstmal so hin. Ja, und ich würde sagen, viel Spaß jetzt. Ich leg los. Okay, hier sind wir schon. Ich weiß nicht, ob wir eingesperrt sind oder auf jeden Fall ist hier eine Truhe. Gold! Wir sind reich! Oh, und zwei Schwerter. Ist schon mal gut, wir können uns dann schon mal verteidigen. So, kann man hier auch irgendwas noch kaputt machen? Nein. Okay, die Türen gehen alleine auf. Wie ist es aus? Ich höre Schritte. Kommt von da irgendwo. So sieht es schon mal echt cool aus. Na, hinter der Tür ist bestimmt gleich irgendwas. Aber schauen wir uns erstmal so ein bisschen um. Ah, okay. Wir haben hier. Können Sachen einsammeln. Indem wir da scheinbar so mit dem Schwert oder mit den Fingern drauf zeigen, sammeln wir die Sachen ein. Bin ich gespannt aufs Kampfsystem, wenn es denn losgeht jetzt hier. Oder hört sich irgendwas ganz übel an? Na komm. Tupac ist bereit. Und der fliegt weg. Okay, gefällt mir schon mal ganz gut. Aber ich würde fast sagen, dass wir uns hier so ein Schild nehmen zur Sicherheit. Ach, das ist noch ein Kollege. Ja, warum hast du gerade deinen Kollegen hier nicht beschützt? Der Kopf dreht sich um die eigene Achse. Exorzist oder was? Also ich würde fast sagen, dass es echt eine ganz frühe Early Access ist. Aber trotzdem cool, dass ich hier schon reinschauen darf. Ich höre schon wieder Schritte, aber wir müssen wahrscheinlich hier irgendwo hinter der Wand sein. Können wir irgendwas einsammeln? Nein. Was kann man einsammeln? Habe ich den Inventar? Ich weiß gar nicht, ob ich irgendein Inventar habe. Die Sachen kann ich hier hinlegen. Wenn ihr hier auf den Buttons drehe ich mich nur. Na, irgendwie. Weiß ich nicht, wo wir momentan ein Inventar haben. Finden wir bestimmt noch raus. Ist das? Kann man das nehmen? Nein. Das ist ein Gefängnis. Ohne Türen. Okay, gehen wir mal weiter. Okay, die ist zugemauert.
Und da kommen wir. Okay. Dann checken wir. Bin ich denn jetzt gerade hier? Hinten ist einer gelaufen. Oh, der ist sauer. Da komm her, Junge. Oh, der hat einen Helm an. Kriegen wir den jetzt nicht? Ha! Dein Helm ist weg, Junge. Und ohne Helm bist du nichts. Also da finde ich echt schade, dass man hier keinen Locomotion hat, weil dann kann man auch so ein bisschen zurück straven, sage ich mal, wenn man in so einer brenzligen Situation ist. Okay. Aber wird mit Sicherheit noch eingebaut. Da höre ich schon wieder so ein komisches Grollen. Komm her. Ha. Kann man auch Gliedmaßen abschlagen? Ich versuche jetzt mal irgendwie auf den Arm. Ist der Arm jetzt ab? Nee. Okay. Schauen wir uns erstmal hier noch weiter um. Wenn noch irgendwie eine coole Waffe oder sowas finden. Ja, hier hängt nichts. Die Säcke können wir auch nicht aufschlitzen. Also echt cool, ich habe jetzt in der Ecke hier oben die vierte Oculus-Kamera oder Sensor montiert. Und seitdem habe ich überhaupt null Abbrüche mehr. Echt cool. Weil sonst hatte ich in einer Ecke immer so ein paar Abbrüche noch. Okay, von daher kommen wir. Dann gehen wir wirklich da lang. Jetzt da raus, weil da so ein bisschen hell ist. Kann man hier irgendwo dran ziehen, dann geht hier. Sieht ja aus wie ein Tor, oder? Nee, man kann hier auch nicht drücken. Schade. Müssen wir erst noch mal ein bisschen weiter. Ah, da hinten ist noch eine Kiste. Da geht es dann auch scheinbar weiter. Eine Fernkampfwaffe. Packen wir uns mal hier hin. Ist natürlich blöd, dass die genau hier so hoch geht. Okay, die halten wir erstmal in der Hand, sag ich mal. So, da ist auch nichts mehr. Was lädt? Okay, was jetzt? Eben wenn ich da ist, versuche ich mal hier lang zu laufen. Wir sind doch eben da lang gelaufen. Kisten ohne Ende. Und wir hören wieder Schritte. Wieder eine Fernkampfwaffe, okay. Aber was ist das? Okay. Düdüdüdüd. Also ich habe jetzt irgendwas getrunken, scheinbar. Was es jetzt bewirkt, weiß ich nicht. Ich möchte schon doch lieber noch mal mein Schwert mitnehmen. Ich weiß ja nicht, wie gut die Waffe hier ist. Inventar ist noch leicht fummelig, aber gut. Kann ich erstmal mit leben. Und diese Sterne und dieses Flackern, das stört noch leicht. Also mich auf jeden Fall. Geld und Tränke und Schwerter.
Warte mal, dann lasse ich das mal hier fallen. Das nehmen wir mal mit. Okay. Können wir hier einen Spieß machen? Komm, ich will euch auch spießen. Nee, nee. Jetzt kriegt er hier die richtige Klinge zu spüren. Klappt irgendwie gar nicht mehr gerade. Oh, was bist du denn für eine? Du backst hier ein bisschen rum. Ist okay. Ach, du siehst hässlich aus. Nee, nee, ich brauche jetzt keine zwei. Also diese Anzeigen, weiß ich nicht ganz, was die bedeuten. Oh, ich habe hier auch noch was. Ah, cool. An der Seite habe ich auch noch was, wo ich was dran packen kann, scheinbar. Ah, das sehe ich jetzt schlecht. Also ich habe ein Slot, zwei und hier ist auch noch einer. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, den sehe ich so gerade so im Augenwinkel. Okay, Geld und wir kriegen wieder ein Schwert. Sieht gut aus. Weg damit. Pack mal hier hin. Dann haben wir hier noch Tränke. Wow! Hab ich mich erschrocken. Mein Gott. So, weiter geht's. Hier da oben ist irgendwas. So ein komisches Geflecht. Macht auch komische Geräusche. Boah, das Flimmern geht gar nicht irgendwie. Aber das kann man den Entwicklern ja noch mitteilen. So. Ah, jetzt kommen wir in die richtig großen Räume. Boah, wenn man das jetzt eine Stunde so hat, ich glaube, da hat man einen epileptischen Anfall. Und ich höre draußen gerade meine Katze die ganze Zeit miauen. Hört ihr wahrscheinlich jetzt nicht. Und die will aber eigentlich rein, aber ist ein bisschen blöd, wenn ich hier rumfuchtel mit den Schwertern. Wie hier ist. Also ich wüsste gerne, wo ich mein Inventar habe. Also. Was ist hier? Oh. Ich bin nicht durch, doch. So. Alchemie-System. Components. Cauldron, Grinder und Distiller. Okay, ein Kessel. Was haben wir denn hier? Komm, dann packen wir das mal alles weg. Habe ich hier auch noch was? Ja, cool. Okay. Und jetzt? Drop plants in cauldron to boil. Drop plants in grinder to turn the, to dust. Move in grind to... Okay. Jetzt müssen wir an die Distille wahrscheinlich. Müssen wir hier so einen Behälter hinstellen. Hey. Okay, aber was die jetzt, also round, drink cable, press trigger to... Aber was die jetzt machen? Na gut, ich habe jetzt hier ein bisschen Energie, glaube ich, scheinbar bekommen. Probieren wir mal was anderes. Okay.
Jetzt habe ich einen violetten Trank. Okay. Das sieht nicht so aus. Das ist bestimmt Gift. Okay, ja, also hier fehlt mir jetzt echt ein bisschen eine kleine Anleitung oder sowas, aber ich meine, hier steht zwar was, all plants produce two effects. Put raw plant directly in distiller to produce potion with two effects. Refine plant by either boiling or grinding to produce eine Portion with only one effect. Okay. Okay, das sieht ja fast auch aus wie ein Heiltrank, aber keine Ahnung, ob es auch so ist. Wir packen uns den mal hier hin und dann gucken wir mal weiter. Aber scheinbar. Ja, ich möchte hier ein Bier und ich bekomme keins. Okay, war es das jetzt hier schon, oder? Scheint so, ne? Okay. Wir gehen die Fässer auf. Aber was machen kann ich jetzt nicht wirklich. Also das scheint es echt schon gewesen zu sein. War dann halt mehr so eine kleine Demo, würde ich sagen. Gehen wir nochmal runter. Ob wir nicht irgendwas übersehen haben. Wir haben mal gut aufgeräumt. Es leuchtet so komisch hier, aber kann ich auch nichts machen. Hier geht's noch weiter. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich hier war. Hier ist auch nochmal eine Schatzkiste mit. Mit dem Hammer. Ah, den probieren wir mal aus. Oh, was? Also, dieses Gewächs ist hier überall. Ich will jetzt nochmal hier mein Schild nehmen, aber. Ja, super. Ich krieg mein eigenes Schild nicht mehr gegriffen. Doch jetzt. Okay. Aber hier ist nichts. Wie sieht es denn da unten aus? Jetzt nichts Großes machen. Okay. So verlassen hier. Hallo? Da höre ich wieder was, aber ich wollte noch mal kurz hier reingucken. Ansonsten gehen wir dann direkt wieder zurück. Okay. Weil da noch eine Tür war. Aber ja, da kommen wir nicht her, ne? Nee. Na komm, ich will meinen Hammer ausprobieren, Junge. Der Hammer war gut. Der hat auf jeden Fall direkt den Helm kaputt gemacht von dem. Ha! Thor's Hammer. Kann man den auch überraschen? Ja, er war überrascht. Boah, du hältst aber nicht viel aus, Junge. Kollege. Vielleicht machen wir mal weiter hier. Vielleicht wieder Schritte.
Keine Ahnung, was das hier ist, aber. Was Ende? Da geht's weiter, okay. Also das hat sich jetzt ein bisschen geähnelt wie eben in dem einen, in den einen Raum, wo wir waren. Da ging es genauso weiter. Hier so ein. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen Nebel sein soll. So, wer will meinen Hammer spüren? Das ist ein bisschen zweideutig, oder? Also die Abfrage funktioniert nicht immer genau, manchmal schon. Manchmal habe ich aber auch das Gefühl, dass ich treffe und treffe dann gar nicht. Okay, da hinten ist wieder eine Kiste. Okay. Pick up wieder ein Langschwert. Kommt da raus. Das testen wir auch mal. Mal ganz kurz, ob es da weitergeht, bevor wir da jetzt in die Tür gehen. Aber da sieht bestimmt ziemlich mau aus, ne? Ja. Okay. Dann war es da hinten schon richtig. Man öffnet uns die Tür. Diese Reflexionen da sehen ein bisschen seltsam aus. Kann man die Zellentüren öffnen? Nein, okay. Nehme ich nochmal ganz kurz richtig. Okay, da sind überall Türen. Oh, da kommen zwei. Da kamen wir erstmal. Oh Gott. So, Arme abschlagen oder so wäre gar nicht so schlecht, wenn das hier geben würde. Jawohl, flieg an die Decke, Junge. Oh, das war die Wand. Oh Mann. Okay, die gehen auch nicht auf. Es ist echt viel hier. Oder groß auf jeden Fall. Immer neue Waffen. Ich weiß nicht, ob es das nachher geben wird, ob es so ja, Erklärungen gibt, wie stark die Waffe ist und so weiter, ob man sich das irgendwie angucken kann. Hier ist eine Peitsche, die kann ich nicht nehmen. Da liegen aber Schlüssel. Sind die auch nur. Okay, die sind auch nur Zierde, würde ich fast sagen. So, wo ist denn jetzt hier? Haben sich fast verlaufen. So, mal gucken, dass ich jetzt nicht gleich wieder gegen die Wand haue. Da wäre wieder ziemlich blöd. Sieht auch schon sehr gefährlich aus. Aber ob die mit dem Hammer mithalten kann, komm, was. Alles nix, alles gut. Machen wir auch so. Schweig. Gehen Sie hier auf Monsterjagd. Okay, habt ihr gerade gesehen, der ist da irgendwie in der Wand verschwunden. Jetzt müssen wir mal gucken, ob da wieder weitergeht. Wie immer, ja. Okay, die Sachen ähneln sich auf jeden Fall ziemlich.
Ja, ich würde sagen, als erster Eindruck reicht das auch schon. Dann machen wir hier jetzt erstmal Schluss. Da bin ich ja. Ja, das war When Wardens Fall. Also als ganz frühe Early Access würde ich sagen, echt cool. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht, wenn Updates kommen, was da immer geändert wird und so weiter. Als erster Einblick, ich mag es irgendwie, das Kampfsystem ist ganz okay. Natürlich müssen die da noch ein bisschen dran arbeiten. Die Abfrage war nicht immer ganz genau. Aber ich möchte jetzt auch kein Urteil drüber fällen, weil wie gesagt, ist eine Early Access und eine ganz frühe, würde ich fast sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie früh die da sind, aber wir haben keine Musik. Ich weiß nicht, ob irgendwann dann groß irgendwie so Musik oder sowas reinkommt. Aber wie gesagt, mir hat es gefallen. Dungeon Crawler sind immer irgendwie cool. Und wenn die das weiter ausbauen können und gut updaten, dann kann das echt was werden. Und ja, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wenn es da große Updates gibt, werde ich das auch nochmal testen und ein Video machen. Ja, bis dahin, wenn euch das Video gefallen hat, ja, wie immer Daumen hoch. Wer noch kein Abo gegeben hat, bitte ein Abo geben, wäre echt nice. Und ansonsten würde ich sagen, schönen Abend noch. Bis dann. Ciao.